Berlin ist perfekt für uns junge Leute. Es sind immer Veranstaltungen, immer ist irgendwas los. Und selbst wenn nichts los ist, geht ihr einfach raus auf die Straße und es passiert irgendwas Spontanes. In dieser Stadt gibt es einen unglaublichen Energiefluss, der euch einfach mitreißt, der euch die Möglichkeit gibt und das Potenzial gibt, alles, was ihr wollt, zu erreichen, alle Projekte umzusetzen. Also nutzt diese Chance und kommt her. Ich bin Robert und mache meine Ausbildung bei der Redos Data Office GmbH. Ich bin Sabrina und ich mache meine Ausbildung als Kauffrau für audiovisuelle Medien in der Basis Berlin Postproduktion. Was ich in der Schule lerne, kann ich auch oft in der Ausbildung anwenden und umgekehrt. Also es ist oft so, dass das Theoriewissen aus der Schule mir hier in der Arbeit viel hilft. Wenn ich morgens zur Arbeit komme, dann mache ich mir erstmal entspannt einen Kaffee. Dann setze ich mich an meinen Arbeitsplatz, lese alle E-Mails, schaue, ob Sachen von gestern übergeblieben sind, die gleich zu bearbeiten sind. Ansonsten mache ich hauptsächlich Sachen wie Buchhaltung, Angebote schreiben, Rechnung schreiben, ein bisschen Dispo. Und dann ist der Tag auch schon rum. Dann gehe ich nach Hause. An dieser Schule habt ihr das wahnsinnige Vergnügen, zwei Wahlpflichtfächer zu wählen. Ich für meinen Teil habe Existenzgründung und Marketing gewählt. Das gibt euch einfach die Möglichkeit, viel besseren theoretischen, aber auch praktischen Ansatz zu bekommen und da auch viel mehr für euch selbst mitzunehmen und zu lernen. Unter anderem gibt es aber auch zwei größere Projekte, und zwar General Management, wo ihr in die Situation versetzt werdet, ein eigenes Unternehmen in der Gruppe an einem real simulierten Markt sozusagen Entscheidungen für dieses Unternehmen zu treffen. Das zweite ist das Planspiel Logistik, wo ihr euch mit den Tätigkeiten Einkauf und Verkauf und der kompletten Planung rund um Logistik beschäftigt. Unsere Schulberatung ist sehr aktiv. Wir haben zwei Seiten. Einmal die soziale, falls ihr Probleme mit Eltern, mit der Klasse haben. Und dann eher die amtliche Seite, falls es Probleme gibt beim Arbeitsamt oder bei anderen Eltern. Ich mache eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann hier bei HiCare. Es gibt an der Leopold-Wilson-Schule diverse Serverräume und für die IT-Leute ist es sehr, sehr wichtig, dass wir halt über moderne Technologie wie Thin Clients dort arbeiten können. Und für den Präsentationsunterricht gibt es auch eine Menge Unterrichtsräume mit Smartboards, sodass man auch tatsächlich Multimedia-Anwendungen dort nutzen kann und sich gut präsentieren kann. Ich bin Tamara Nereta und mache eine Ausbildung im Axel Springer Verlag zur Medienkauffrau Digital & Print. Zu meinen Aufgaben gehören beispielsweise Organisation von Events, Mitwirkung von Events, kreativen Input geben zum Thema Plakate beispielsweise. Dann gibt es auch ganz einfache Bürotätigkeiten, ein Kurier losschicken oder eine Excel-Tabelle erstellen. Das sind meine Aufgaben. Die Leopold-Ulstein-Schule legt sehr großen Wert darauf, dass die Schüler sich beispielsweise gesund ernähren und auch, dass sie sich gut bewegen. Dementsprechend bieten sie auch Tipps an, wie man sich bewegt und wie man sich besser ernähren kann. Die Skireise der Leopold-Ulstein-Schule finde ich sehr positiv. Sie hilft einem halt dabei, dass man auch andere Klassen kennenlernt. Es ist darauf ausgelegt, dass man Teambuilding macht und zum all dem macht es natürlich sehr, sehr viel Spaß, weil man Skifahren kann, man hat viel Freude, man ist im Freien. Das ist sehr, sehr schön. Nach meiner Ausbildung möchte ich Journalismus und PR-Management studieren und dann meinen Master in Medienpsychologie machen. Nach meiner Ausbildung möchte ich Produktdesign oder Wirtschaftspsychologie studieren. Nach der Ausbildung werde ich noch weiterhin arbeiten. Ich bin bei HiCare jetzt im zweiten Lehrjahr, habe verkürzt und werde nach der Ausbildung auch übernommen. Meine Theorieblöcke der Ausbildung absolviere ich in der Leopold-Ulstein-Schule. Hi, ich bin Samantha und ich gehe zur Leopold-Ulstein-Schule. Ich besuche die Leopold-Ulstein-Schule in Berlin. Ich besuche die Leopold-Ulstein-Schule. Ich gehe zur Leopold-Ulstein-Schule.